Zusammenfassung dieser Unterrichtseinheit. Wir haben uns in dieser Unterrichtseinheit mit dem Hamstermodell beschäftigt. Was ist das Hamstermodell? Es ist ein spezielles didaktisches Modell zum spielerischen Erlernen der Programmierung. Und es richtet sich insbesondere an solche Programmieranfänger, die Probleme haben mit der doch eher abstrakten Welt der Programmierung. Im Hamstermodell geht es darum, einen virtuellen Hamster durch eine virtuelle Landschaft zu steuern und dabei bestimmte Probleme zu lösen. Dabei kennt der Hamster 4 Grundbefehle: vor, links, um, nimm, umgib, mit denen man ihn steuern kann. Programme, Hamsterprogramme, die jetzt gegebene Probleme lösen, sind letztendlich Mengen an Anweisungen zur Lösung des entsprechenden gegebenen Problems. Und damit man Hamsterprogramme nicht nur mit Bleistift und Papier schreibt und ich weiß, ob sie korrekt sind, gibt es den Hamstersimulator. Das ist ein Programm, mit dem man Hamsterprogramme entwickeln und ausführen und damit testen kann.